Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Star Trek Online. Yeah! Und mit dabei sind wieder meine Begleiter, die taktischen Offiziere, der Onkel Gamer Shack AP. Ja, eigentlich bist du mein Begleiter, aber okay. Grüße. Was? Und der Hardscope. Hallo. Hadde. Hadde. Ja, ich bin ja Leutnant, du bist ja Mitläufer bloß. Was? Ja. Ich war nur der kleine Mitläufer. Ja, ehrlich jetzt, ey. Guck mal, Scotty, beam den Onkel mal bitte weg, ja? Okay, ich öffne jetzt mal die Kolonistentore. Kolonietore. Nee, Kolonistentore. Ach ja, Kolonistentore. Ich öffne jetzt auch eine Tür aus Kolonisten, Leute. Kommunistentore. Alles klar, ich geh durch. Oh, Drohnen, Drohnen, Hilfe. Böse Drohnen. Ich kann nicht schießen. Wir sind zu spät. Genau, nein, die steht Text. Auf. Die steht sofort wieder auf, die Frau. Knall so. Ihn ab. Knall ihn ab. Oder Assimilierus. Mit was schieße ich jetzt nochmal? Da? Nee, da. Draufklicken mit linker Maus. 7, 8 und 9. So. Was? Boah, ich genieße gerade das Raumschiff. Das sieht so ich mega doch aus. Aua. Aber bei mir ist es Taste 7, 8, 9. Und auf 0 geht wiederbeleben. Also. Das sind noch mehr von denen. Das sind noch mehr. Und mach die Laser hoch, lass die Welt. Die Drohne muss die abschießen? Ja, hä? Drohnen die ist doch feindliche. Die hat doch gerade. Was war denn das hier? Muss gerade mal gucken. Gewehrkolben wirkt auf einen Gegner. Achso, das sind noch Zivilisten. Zivilisten zum Rausbeamen markieren. Mhm. Will ich. Wie geht denn das? Mach jetzt. Du musst die Anker, also beziehungsweise den einen habe ich markiert und dann hast du auf Taste 0 hast du da so ein hab Ding. Ich, ja. Uiuiui, da kommen ganz viele Drohnen noch. Nein, nicht so. Hä? Okay, warte, was? Zum Hochbeamen markieren, was ist? Passt, jetzt gehen wir mal hier weiter. Boah, ich guck mir gerade die Landschaft an, das sieht so mega geil aus. Ich glaub, geht oh ja, nicht. Viel Spaß, denn kommen noch ganz viele Drohnen. Merkt das schon. Aber wie wechsle ich nochmal die Waffe? Achso, gut, ich hab schon eine große Waffe. Oh, die sind weggebeamt worden. So, meine lieben Freunde, jetzt wird's gemetzelt. Ich hab noch mal kurz geguckt hier. Jetzt geht's ab hier. Die machen aber nicht viel. Die stehen immer rum und lassen sich so abrollen. So geil. Duck, duck, duck. Oh, die ein Kampfdrohne. Bisschen mehr Einsatzfähigkeit. Oh, taktische Drohne. Die ist böse, ja, die schießt. Oh, mein Schild ist ja fast weg. Leck mir am Arsch. Hallo, was war jetzt das? Alter. Leute. Den einen hat's über den Blumentopf drüber geschleudert. Boah, ich hab gerade so einen Multiphasenschuss gemacht. So, jetzt muss ich mal ganz schnell hier die Leute rausbeamen, bitte. Leute, ihr sollt euch verziehen. Ihr seid hier nicht sicher. So, ich hab's erst weggebeamt, ja. Listen zum Rausbeamen. Ah, das ist ein Scharfschützenschuss und was nein! Ist das? Oh, die beamen meine die ganze scheiß Box, die beamen die weg, die Schweine. Was ist das? Gewehrkolben. Macht der? Gewehrkolben wirkt sich auf Gegner aus. Oh, wenn ich kurz vor dem Typen stehe, ja. Dann beamt die weg. Ich laufe. Ja. Ich will euch dort nur helfen. Ey, der hat einen weggebeamt von den Zivilisten, der Schwein. Nein! Wir haben einen Menschen geholt. Der wird jetzt auch wieder so eine hässliche Gestalt. Und rausbeamen! Boah, Alter, ich komm mit den Steuerungen nicht weiter. Ihr müsst euch auf jeden Fall auch mal dodgen, ne? Dodgen, Leute. Was ist denn dodgen? Ja, das wenn du zweimal nach vorne oder zweimal nach vorne drückst, dann weicht ihr aus. Ach so, dieses, ja. Rollen, ja, das heißt dodgen. Ausweichen. Ja, dann hör mal auf mit dieser komischen Sprache. Okay. Warum rennen die doch kein Klingonisch. Wir sprechen wieder reden. Deutsch. Bitte ausweichen. Ach, oh Gott, da kommt cool. Noch ganz schön ich fand mehr. Das cool. Ui, boah, ich hab den gerade umgeschubst. Hä? Rennen die Zivilisten los von euch weg? Ja. Ja, die haben Angst, aber die haben sich nur am Boden gelegt. Ja, dieser Scharfschützenschuss fetzt ganz schön rein, muss ich mal sagen. Nein, nicht so, nein. Zivilisten zum Rausbeamen. Boom. Achso, es bin gar nicht ich, wo die Granaten wirft. Ich denke, explodieren die ganze Zeit Granaten und die explodieren auf dich, oder? Nein, ich denke die ganze Zeit, wo kommen denn die Granaten her? Aber das wirft Elisa Flores, wirft bei mir die ganze Zeit Granaten. Ach, die ist bei dir, ich bin ganz alleine die ganze Zeit. Ich bin so ein Killer, Mann.
Also ich bin jetzt bei Administrator Villa Post. Mit der Villa Post darf ich sprechen. Ich bin nur ganz allein auf diesem tollen Planeten. Ja, Villa Post hier bin ich auch. Genau, das hochziehen? Ist... Warten wir auf Rebano, bis der da ist. Ich bin gleich soweit. Ihr seid vom Tor, oder? Ja, genau. Ja, ja, da bin ich jetzt auch. Taktische Droide muss ich gerade irgendwie. Taktische Drohne muss ich gerade wegmachen. Droiden, ich bin schon wieder bei Star Wars, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich die hochbeamen kann. Collis hat mir gerade gequatscht. Jetzt muss ich mit der quatschen. Mit der Administratorin. Villa Post sprechen. Habt ihr da schon draufgeklickt? Ja. Nee. Okay, dann machen wir das jetzt. Was? Das steht doch gar nicht mit Villa Post sprechen, hä? Doch, ich entschuldige mich dafür, dass Kolenz ihnen eine Waffe ins Gesicht hielt und so weiter. Habt ihr das nicht? Doch, ich schon. Aus Sprechblasen, ne? Nee, so ein richtiges Nein. Bild. Du musst da durch. Sag mal, welchen Weg bist du denn gelaufen? Du kannst nicht nur einen laufen. Sag mal, auf welchem Planeten bist du? Ich sehe aber hier noch was. Warte mal, ich hab hier noch was auf der Karte, wie kann ich denn rennen? Du musst da einfach geradeaus durchlaufen, dann kommst du ganz hinten an ein Haus. Und da steht diese Villa Post und da musst du reden und dann kommt da wieder ein Dialog. Ach, guck mal, hier, die muss ich noch rausbeamen. Ah, die hab ich vergessen rauszubeamen, die unten dort liegen. Ah, deswegen. Dort. Kein Problem, wir warten. Endlich. Kein Problem. So, Entschuldigung, ich hab mal wieder alles verpeilt. Macht nichts. Ich glaube, Hatzko war dran mit Lesen, oder? Warte, Moment. Ja, ich war dran. Moment. So, okay, kannst. Alles klar. Ich entschuldige mich dafür, dass Kolenz ihnen eine Waffe ins Gesicht hielt. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich bereits assimiliert worden. Wie ist die Lage? Kommen Sie mit weiteren Verstärkungen der Sternflotte? Nein, wir sind die Einzigste. Die Hardscope HD Pimmelkopf Erevano befindet sich im Orbit. Hat aber auch gut geklungen, das Raumschiff. Ja. Ich verstehe. Dann ist es also wahr. Vega ist dem Untergang geweiht. Ein einziges Raumschiff kann dem nicht Einhalt gebieten. Es gibt noch viel zu tun. Viele Zivilisten verstecken sich noch in ihren Häusern. Wir können sie nicht den Burg überlassen. Wir können alle retten, aber ich benötige ein besseres Transportmuster für ihre Bürger. Ja, bitteschön. Oh Gott. Ich habe gerade versucht, einen Musterverstärker zu aktivieren, um so ihr Interferenzfeld zu überwinden. Wenn Sie den Musterverstärker aktivieren können, dann können wir die restlichen Zivilisten herausbringen. Bevor Sie das in Angriff nehmen, möchte ich Ihnen einige Ausrüstungsgegenstände anbieten, die wir vor kurzem erhalten haben. Vega ist immerhin eine Handelskolonie und wir haben Zugriff auf einige Handelsgüter, die für eine Sternbasis in der Nähe bestimmt waren. Du redest wie so ein Haushaltsroboter. Und danke, dass du teilgenommen hast. Kleiner Schwurmeister. Das können nicht alle sein. Ich drück drauf. Ja. Ich auch. Oh, viel Spaß. Nein, noch Dutzend weitere. Helfen? Achso, nee, du bist nach Rebano. Oh, hab ich ein Glück. Nein, noch Dutzend weitere verstecken sich da draußen in Gebäuden. Aber Kolets und ich haben einen Plan. Ein Musterverstärker sollte es tun, damit können wir die übrigen Bewohner zum Schiff transportieren. Aber zunächst möchte ich Ihnen Ausrüstung anbieten. Vega ist, war, eine Handelskolonie und die Ausrüstung sollte zur Sternbasis 65 gebracht werden. Ich glaube, Sie können sie besser gebrauchen. Nehmen Sie ein Kit und setzen Sie den Musterverstärker ein. Ich danke Ihnen. Ich werde die Ausrüstung verschaffen, gutes Deutsch, und dann den Musterverstärker einrichten. Ich finde die Soundeffekte zwischendurch immer geil, Leute, die sind gratis, ne, für euch. Vorräte aufnehmen. Ja, genau. Und dann, okay. Und einrichten, habe ich angeklickt, ja wunderbar. Habt ihr das in der Schule nicht ausgelernt? Ich habe die Vorräte aufgenommen, ich kann nur noch mehr Vorräte aufnehmen. Ich nehme alles. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Alter, in den riesengroßen Kisten, wo alles leuchtet, da steht Technik-Kit. Weißt du, aber Hauptsache die halbe Basis. Das ist doch ein Taktik-Kit. Kann ich das jetzt irgendwo ausrüsten? Haha! Ha. Ja. Naja, du kannst dieses Kit ausrüsten. Stimmt, ja. Das ist das, was ich vor uns vorgelesen habe, bevor wir in diese Mission sind. Dass wir, dass wir unser Team ausrüsten müssen. Habt ihr einfach weitergequatscht und, ja. Was passiert jetzt? In deswegen sind wir jetzt alleine. So. Was? Ja, wir haben jetzt das Kit drin.
Und so, und wo müssen wir jetzt hin? Achso, jetzt. Ah, da leuchten so komische Musterverstärker. Habt ihr die auch? Ich weiß wo. Musterverstärker. Ah, ja, hier. Ja, 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 die sind genau neben dran. Okay, dann klicke ich jetzt drauf. Ja, auch Musterverstärker aufstellen. Jawohl. Da steht ein Hooligan. Wir haben unsere Schilde hier vorne, um Zivilisten zu transportieren. Beeilen Sie sich, Captain. Wir müssen Sie beim ersten Aufzeichnen der Burg wieder. Anzeichen der Burg wieder. Das letzte Wort war weg. Macht nix. Die Wille, Frau Wille, die Wille Post, die will wieder mit uns reden. Ich klick mal drauf. Ja. Warte, stille Post. Warte. Wer ist dran, der Onkel oder ich? Ich weiß nicht. Ich war dran. Okay. Der Musterverstärker funktioniert und das kein Moment zu früh. Wie ich höre, strömt mehr Burg. Was? Strömt mehr Burg in die Gegend. Ich möchte, dass Sie den Zivilisten das Signal geben, hierher zu kommen und gerettet zu werden, Mensch. Was? Das werde ich tun. Die Borg können jedoch jeden Moment auftauchen. Für lange werden Sie sie zurückhalten können. Für wie lange werden Sie sie zurückhalten können? So. Lange genug, um Zivilisten zu retten, geben Sie das Signal, wir sind bereit. Yay! Let's Manu, du hast die Special Effects vergessen, Mann. Ja. Ich muss da hingucken, da ist auch niemand. Ach da. Oh, da kommt Ronan. Oh, da kommt aber eine ganze Truppe hier. Ein ganzes Leben kommt von denen. Die sprengt ja einfach mit Granaten in die Luft. Ja, die ist gut drauf, die Frau. Ich weiß, wo es lang geht hier in Disneyland. So, ihr kleinen Borgs, ey. Ich hole meinen Laserphaser raus. Und die fallen wie die Fliegen, ey. Ich schieße die ganze Zeit auf die Zivilisten. Darf ich das? Du Rassist. Macht man das so? Macht man das so? Ach, genau. Meiner hat gerade einen Nahgriff an. Oh, jetzt habe ich das mal außer Gefecht gesetzt. Scheiße. Du. Ja. Warum machst du das? Du darum. Musst die Gegner töten. Achso. Schnell, der wird getötet. Schnell. Da kommen noch mehr. Sie stinken. Weil ich immer mit den scheiß Tasten durcheinander komme. Bam, Leute. Was hab ich denn hier hinten überhaupt? Bam. Nein. Die kommen vom Dorf. Boah, da sind aber echt eine ganze Armee von denen. Ja, aber von wo kommen die denn? Die leben da hinten. Beantworten Sie den Ruf des Schiffes. Also ich habe jetzt wieder hier einen Text von mir. Was? Ich muss unbedingt snipen. Wo musst du denn hin? Achso, da unten. Aber oh, ich muss mich unbedingt heilen. Stammt. Okay, wir warten jetzt dran. Moment, ich bin nicht so weit. Ich habe wieder gerade ganz viele hier. Was ist das hier? Ah, mein Schutzschild hat sich wieder aufgeladen. Gott sei Dank ist die alte gut drauf, ja. Ja, ne Granate könnte ich jetzt auch mal vertragen. Ah, ich als hier. Du hast doch unten noch Spezialschuss, ne? Den neuen oder so. Hab ich. Scharfschütze, dann fallen die um und so. Oh, er ist erledigt. Scheiße. Aber er hat gut gekämpft. Er hat sein Leben geopfert. Ja, genau. Auf einen einzelnen wirft sie eine Granate. Aber wenn eine Gruppe kommt, ich kann ihn ja wiederbeleben, korrekt. Ich hab ihn wiederbelebt. Beantworten Sie den Ruf des Schiffes. Seid ihr auch soweit? Ja, Moment. Ah, ja, hier. Okay, ja. Dann, wer ist dran mit Lesen? Ich. Ja. Du? Wirklich? Ich. Ja, Rebano als letztes. Stimmt. Die Schilde sind wieder oben, Captain. Und das keine Sekunde zu spät. Denn gerade sind mehr Borg herbeigeworbt. Wir haben eine Art Generator bei ihrer Position festgestellt. Es könnte sich dabei um das Gerät handeln, das unseren Transporter stört. Ja, aber Störgeräusche dein Vorlesen. Das stört auch nicht nur den Transporter, sondern auch mich. Wenn sie es zerstören, dann können wir so viele Leute wie möglich aus der näheren Umgebung transportieren. Die Pimmelgruppe? Ja, genau, die Harzgruppe, die Pimmelgruppe oder Rebano oder wie auch immer dein Schiff heißt. Rebanos? Rebanos, okay, genau. Wird so lange wie möglich durchhalten. Doch ihre Schilde werden den Borg nicht mehr lange standhalten. Zerstören sie den Generator, halten sie durch. Wir werden schon bald bei ihnen sein. Major, sie bleiben bei mir. Die sieht hübsch aus, ne? Die was, dein Raumschiff? Frau, ja, ne? Dein Raumschiff heißt Rebanos? Ja, Rebanos. Klingt ja fast wie Pimmelkuppe. Okay, danke für all Ihre Bemühungen. Auch wenn es unmöglich war, jeden Einzelnen zu retten, wird jeder Überlebende auf ewig tief in ihrer Schuld stehen. Cooles, ja, folgen klar. Sie uns los. Oder danke, wir tun, was wir können. Cooles mit mir. Die Rechnung schicken wir dann per Post. Steht nicht zur Auswahl, tut mir leid. Ich hab Coolens, folgen Sie uns los und danke. Das habe ich ja gerade vorgelesen. Was machen wir denn?
Ja, das erste, oder? Golems, folgen Sie uns. Los. Golem, folgen Sie uns. du bist dran. Ne, ich bin dran zu lesen. Ich freue mich, helfen zu können, Sir. Ich wurde auf Vega geboren. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen und die Borg kampflos passieren lassen. Öffnen Sie das Tor der Kolonie. Oh Gott. Okay, machen wir. Sehr gut, dann los. So, der Deckel kaputt alles jetzt. Der sieht ja richtig lustig aus, der Typ. Mama, Tor auf jetzt hier. Ja, ich stehe davor. Ich drücke da drauf. Aktivieren Sie die Kolonistentore. Achso, man muss sich da vorstellen. Also die Kolonistentore. Ah, ja, die Ninja ist geworden. Aktivieren Sie die Kolonistentore. Alter, sind das unsere? Ne, das sind Borgs, ne? Oh mein Gott. Die wollen uns. Die sind Ninjas geworden, oder? Aua. Ja. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Aua. Wo sind sie? Die Hobby-Ninjas. Was hab ich denn da gemacht? Assimilierter Zivilist. Juhu, wir haben es geschafft. Jetzt weiter oder was? Weiterlaufen. Da kommen noch mehr. Oh, da kommen noch mehr, ja, stimmt. Ja. Und Scharfschütze! Snipe! Bam! Der hat ja gar nichts verloren. Die kommen mit der Granate, boom, der alle weg. Der ist ja richtig drauf. Ah. Oh, ja. Okay, die kriegt die Granate ab und steht einfach wieder auf. Ja. Die, sei froh, dass die sich noch nicht anpassen. Dann müsstest du jedes Mal die Frequenz von deinem Laser ändern. Guck die ganze Zeit und hier explodiert alles. Oh, da kommen noch mehr. Sniper? Ja, wo? Ja, mit den Snipe-Schuss holst du erstmal die ganze Rüstung von denen weg. Ja, voll korrekt. Und dann baller ich die ganze Zeit drauf, bis die einfach nur noch am Boden liegen und zappeln. Aber warum machen die denn nicht? Das verstehe ich nicht. Toll, ja, ich habe beide getötet und dann wirft er die Granate. Danke, mein Kumpel. Bis für diesen Einsatz. Welche Granate denn? Ja, der Kumpel, der mitläuft, der kann ja Granaten werfen. Ach, oh, so. Kommt ein Video. Was? Bei mir kommt nix. Alter, die erinnert mich irgendwie voll an Terminator. Mit ihren Augen, die schauen aus wie Terminator. Bei mir ist immer noch so, bei mir ist das Video jetzt vorbei. Ich warte jetzt mal bis alles. Alles Arnolds. Ja, quatsch doch einfach immer weiter. Dankeschön. Ich musste antworten, er hat mich dazu gezwungen. Entschuldigung. Ah, war jetzt auch nicht so wichtig. Ich kann doch mal lesen. Hilfe! Sie stinken, sie riechen! Sie riechen und stinken! Sie tun alles. Dreckschweine, ich schieße! Alter, ich finde das so episch, wie die sich bewegen, ey. So, ey, der schon wieder! Alle getötet und dann wirft er die Granate und jetzt liegt er am Boden und tut so, als müsste ich ihn wiederbeleben, die Drecksau, nur weil er faul ist. Aber wieso sterben die Leute? Oh, cool, jetzt ist das tot. Verstehe ich nicht. Aber bei mir ist noch keiner gestorben. Ja, eben, bei Ravano aber, ne? Ey, was muss man denn hier machen? Was ist denn jetzt hier los? Ich muss gar nicht machen. Soll. Raffel der Borg ausschalten. Das klingt noch gut. Deaktivieren. Ja, aber. Oh, scheiße, ich bin festgepackt. Deaktiviere. Ah. Boah, der sieht richtig steil aus. Zwecklos. Ja, das sag ich auch immer. Ach, den muss ich natürlich. Aber ich werde jetzt den Generator mal eben kaputt machen, ja? Ja, der Typ läuft einfach auf mich zu, als gäbe es keinen Morgen. Ich kann. Hä? Ich kann nichts machen. Der Mega-Arnie ist es. Hallo, ich kann nichts machen! Wieso nicht? Meine Fresse! Wieso? Du ignoranten Arschlöcher! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Du musst schießen! Es geht nicht! Ich mach überhaupt nichts! Du musst draufklicken! So, ich will nichts dir. Der war genauso gut! Nein, ich mein. Ach, hier! Nur. Hast du den Fehler gefunden? Ich muss das Kraftfeld deaktivieren! Ja. Boah, Alter, Borg 101, Alter. Was ist das für ein Name, Alter? Von Borg 0121, Revano, yeah. Alter, okay, das also sind ja voll die Rapper-Borgs sind das, ey. Alter, bei mir rede ich jetzt gerade in diese Flow. Alter, ich komme hier nicht zu fachen. 50 Cent Borg ist das. Wep. Yeah. Onkel, wie weit bist du denn? Ich heile mich gerade. Ich bin komm. Ich immer wenn ich schießen will, ist irgendwie habe ich das Problem, dass mein Bildschirm dann nicht mehr mitmacht.
Ja, ich komme damit nicht zurecht, dass ich hier einfach stehen bleiben muss. Ach so, jetzt habe ich Textdokument. Also, wisst schon. Mit Elisa Florence? Ja. Ja, genau. Wer war zuletzt? Ich lese einfach. Das Schiff transportiert. Transportiert alle. Yes. Ja. Ja. Alter, ja, mach doch ruhig ein bisschen mit Elan als immer, Alter. Das Schiff ist auf dem. Ja, ich hab gerade irgendwie ein Wort verschluckt und dann wollte ich zu nah vom Mikro. Ich dachte, ich bin nicht drin und ja, du weißt. Das Schiff transportiert alle! ja, so rastet man aus, wenn die Borgs angreifen, liebe Freunde, so ist das. Die es finden kann. Oh Gott, ey, Captain. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich auf die Revanos zurück. Oder Pimmelkuppe. Wir müssen auf die Pimmel zurück. Gern sie zum Schiff zurück. Herausbeamen, auf jeden Fall. Ich drück da jetzt drauf. Ich auch. So, und somit wäre auch der Part schon wieder zu Ende, meine lieben Freunde. Ja. Halt, das lesen wir aber im nächsten Part, ja, oder? Das kann der. Das lesen wir im nächsten Part. Ja, jetzt oder später. Also ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part, oder? Die Sache hier durchlesen. Ja, das ist viel zu lang noch. Na dann, Krivano, du warst dran. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht wieder. War wieder richtig geil und lustig. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Und ich hoffe, dass wir es herausfinden, nächste wie wir zusammen auch. Genau, nächste Mittwoch. Woche, wie wir es auch zusammen auf Planeten sind und im Weltall kämpfen können. Das ganze Programm von vorne bis hinten. Star Trek, bis dann, ich bedanke mich. Das ganze Programm. Programm. Tschüss. Programm. Tschüss. Programm. Tschüss.